freue mich sehr, beim Bund der Steuerzahler zu sprechen, bei Menschen, die zusammengefunden haben, um dieses Steuerrecht zu erneuern. Sie alle haben erlebt und wissen, dass dieses Steuerrecht uns Probleme macht. Es beginnt mit der Steuererklärung. Sie müssen mit Ihrem guten Namen unterschreiben, dass alles, was in Ihrer Steuererklärung steht, von Ihrem Steuerberater aufgeschrieben, richtig sei. Das wissen Sie aber nicht, deswegen haben Sie ja den Berater genommen. Das heißt, der Staat verlangt von uns strafbewehrt etwas, was der Jedermann nicht leisten kann. Und dann wollen Sie Ihr Unternehmen planen und weil Sie Unternehmenserfolge planen, wird die Steuer erheblich. Und dann erfahren Sie, dass dieses Steuerrecht ständig in vielen Details geändert wird. Das deutsche Einkommensteuerrecht ist zeitweilig 6 bis 12 Mal im Jahr geändert worden. Und dann wollen Sie das Steuerrecht verstehen, um zu wissen, warum Sie so viel und Ihr Konkurrent vielleicht weniger bezahlen muss. Und wenn Sie die Kühnheit haben, Sie nehmen sich mal den Text des Einkommensteuergesetzes in stille Kämmerchen und lesen dort, um zu erfahren, was dieser Staat von Ihnen will, werden Sie enttäuscht werden. Sie werden wahrscheinlich beim Paragraphen 2, spätestens Absatz 3, scheitern. Aber wenn Sie nur eine einfache Frage haben, wie hoch ist mein individueller Steuersatz, dann müssen Sie sich durchkämpfen bis zum Paragraphen 32a, und ich unterstelle mal wieder besseres Wissen, Sie hätten das geschafft, dann lesen Sie dort eine Formel mit Plus und Minus und Klammer auf und Klammer zu und X und Y und Z. Der Gesetzgeber verweigert das Gespräch mit dem Bürger. Er bemüht sich gar nicht zu sagen, du musst ein Viertel deines Einkommens, ein Drittel, ein Fünftel bezahlen, sondern er hat eine Formel, die man natürlich mit Hilfe der Technik auflösen kann, die aber dem Bürger kein Rechtsbewusstsein schafft, ähnlich dem biblischen Zehnten, dass jeder weiß, was sich im Steuerrecht gehört. Ich habe dies erlebt als Praktiker, als Richter am Bundesverfassungsgericht. Da war ich 12 Jahre zuständig für Europarecht und Völkerrecht, für Finanz- und Steuerrecht. Und wir haben die großen aktuellen Fragen des Steuerrechts dort forensisch im Streit behandelt. Dann kriegt man in diesen 12 Jahren durchaus einen Sinn dafür, wo die Grundsatzprobleme des Steuerrechts liegen. Und wir haben manches in dieser Reparaturwerkstätte unseres Rechtsstaates repariert. Steuerauto, mal neue Bremse, mal neue Lenkung, mal Blinker rechts und links. Aber wir haben immer gemerkt, dass dieses Auto eigentlich nicht fahrtauglich ist. Es muss ein neu konzipiertes, neu strukturiertes Auto auf die Straße. Und wenn Sie das 12 Jahre gemacht haben, Sie müssen etwas reparieren, was letztlich irreparabel ist, was neu konzipiert werden muss, dann drängt es Sie, wenn Sie aus diesem schönen Amt ausscheiden müssen, und es war ein Müssen natürlich, wie es das Gesetz befiehlt, danach das zu tun, was Sie als Richter nicht tun durften, nämlich eine Steuerkonzeption zu entwerfen. Der Richter entscheidet den einzelnen Fall. Dahinter steckt ein Gesetz, denken Sie mal an Vermögensteuer oder Ähnliches. Aber er hat nicht die Aufgabe, das Konzept dem Gesetzgeber vorzuschlagen. Und deswegen habe ich mich nach Ausscheiden aus dem Gericht auf den Weg gemacht, zusammen mit 6 Bundesländern, nicht mit der Bitte an die Industrie, an Unternehmen um Unterstützung, das könnte im Steuerrecht missverständlich sein, sondern ich habe 6 Bundesländer gefragt, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen. Mein Gesprächspartner hier war ein Finanzminister namens Peer Steinbrück. Herr Thiel war derjenige, der es aus der Verwaltung begleitet hat und nachher auch sehr aktiv mit in Heidelberg an diesem Werk tätig war. Wir haben die Dinge getestet, in der Praxis erprobt, teilweise bei Oberfinanzdirektionen für einige Wochen, bei jeder Außenprüfung erst das geltende Recht, dann unser Recht angewandt. Die Umsatzsteuer haben wir in einem Bundesland flächendeckend ein Vierteljahr angewandt, also erst immer das geltende Recht an unseres. Mit der Erbschaftssteuer haben wir Fallstudien gemacht. Es waren insgesamt etwa 100 Leute, junge Menschen, an diesem Projekt beteiligt und in der Erprobungsphase
insgesamt etwa 1000. Große Betriebe, kleine Betriebe, mittlere Betriebe. Ich darf Ihnen also ein Konzept vorstellen, das aus der Praxis entstanden ist und in der Praxis erprobt worden ist. Ich sage das deshalb, damit Sie von vornherein, Sie werden es gleich inhaltlich merken, nicht die Sorge haben müssen, das sei ein theoretischer Gedanke eines Professors aus Heidelberg, der da auf Wolke 7 schwebt und keine Beziehungen zur Realität hat. Nein, es ist das Produkt von Praktikern. Und wir hatten 35 Sitzungen, immer freitags, von 10 bis zum späten Nachmittag in Heidelberg, wo die Leiter der Abteilung Steuern dieser 6 Bundesländer nach Heidelberg gefahren sind. Wir haben unser Teilergebnis vorgestellt und wir haben es kritisch dort gewürdigt. Dann kamen Warnrufe, Anfeuerungsrufe, die haben wir aufgenommen. Und insofern waren wir auch ständig in der geistigen Auseinandersetzung mit denjenigen, die für den Vollzug des Steuerrechts verantwortlich sind, die also vor allem wissen, wo das gegenwärtige Steuerrecht in der praktischen Handhabung klemmt. Ich möchte Ihnen die Ergebnisse in 3 Schritten vorstellen. Das erste, die zentrale und wichtigste Frage, aus der dann die anderen Lösungen folgen: Warum müssen wir Steuern zahlen? Die zweite, was sind die Schwachpunkte des geltenden Steuerrechts und welche Reformvorschläge haben Sie? Und am Schluss die große Frage: Haben wir eine politische Chance? Zunächst einmal, warum müssen wir Steuern zahlen? Manche sagen, wir müssen Steuern zahlen, weil der Staat Geld braucht. Das ist natürlich keine hinreichende Antwort, das ist in der Sache richtig. Aber wenn das der alleinige Maßstab für die Steuererhebung wäre, dann könnten wir jemanden nach der Haarfarbe oder nach dem Körpergewicht oder nach dem Geschlecht besteuern. Geld bringt es immer. Also die Tatsache, dass es Geld bedarf, ist ja noch keine Aussage darüber, wie wir dieses Geld holen. Dann war im 19. Jahrhundert eine Grundauffassung vorherrschend, die gedacht hat, ähnlich wie ein Gerichtsvollzieher. Ich greife dort zu, wo sichtbar was zu holen ist. Wer Vermögen hat, muss bezahlen. Wer Gewerbekapital hat, muss bezahlen. Wer ein Grundstück hat, muss bezahlen. Dort, wo ich vollstrecken kann, dort greife ich zu. Das ist relativ naiv, entspricht nicht mehr den heutigen Gerechtigkeitswertungen eines hochkultivierten freiheitlichen Verfassungsstaates. Deswegen wird die Vermögensteuer nicht mehr erhoben. Die Gewerbekapitalsteuer ist aufgehoben. Die Grundsteuer ist ein Relikt des 19. Jahrhunderts und hart der baldigen Aufhebung. Unser modernes Steuerrecht, 20. Jahrhundert erdacht und praktiziert, ist im Kern ein Juwel. Denn es fragt danach, wann hat der Mensch freiwillig sich auf den Markt begeben und möchte unter der Nutzung unserer Infrastruktur seine Einkommensvermögensverhältnisse verbessern. Sprechen wir mal von der Einkommensteuer. Da sagen wir selbstverständlich, wenn jemand Einkommen erzielt hat, weil er seine Arbeitskraft, sein Kapital eingesetzt hat, ist das seine Leistung und deswegen gehört dieses Einkommen demjenigen, der es erzielt. Das ist die reine Wahrheit, aber nur die halbe. Denn er erzielt dieses Einkommen natürlich, weil er diese schöne Infrastruktur in Deutschland vorfindet. Sie können Ihren Gewerbebetrieb in ein Friedensgebiet stellen und müssen nicht in einem Kriegsgebiet wirtschaften. Darüber denken wir glücklicherweise seit 60 Jahren nicht mehr nach. Das ist schöne Selbstverständlichkeit in Mitteleuropa, aber es kostet Geld. Wir müssen die Polizei bezahlen, wir müssen die Bundeswehr bezahlen, wir müssen eine kluge internationale Friedenspolitik machen. Und deswegen sagt der Staat, wenn du diese Vorteile unseres Gemeinschaftslebens genutzt hast, um individuell einen Vermögenszuwachs, Einkommen zu erzielen, musst du maßvollen Teil abgeben, damit wir dieses System in Zukunft finanzieren können. Und genauso haben wir ein schönes Vertragsrecht, das BGB vom 01.01.1900. Eine geniale Idee, wenn zwei etwas haben, der eine hat ein Auto, der andere hat Geld und die möchten tauschen und sind sich einig, stellen sie allein, weil sie ihren einigen Willen erklären, eine neue Rechtsverbindlichkeit her. Und der Staat setzt sie durch. Diese Idee ist die Grundlage unserer Prosperität. Sie können Ihren Preis und
aufbewahren in unserem Euro und ihre Werte, also vereinbaren und ihre Werte aufbewahren in unserem Euro. Sie können die Arbeitnehmer einstellen, die in unseren Universitäten und Schulen gut ausgebildet worden sind, ohne für deren Ausbildung etwas zu bezahlen. Sie begegnen Kunden, die mit Wechsel und Scheck, mit Internet umgehen können, und das erleichtert ihren Erwerb außerordentlich. Und deswegen sagt der Staat, weil wir die Rechtsgemeinschaft am Entstehen individuellen Einkommens ganz wesentlich mitgewirkt haben, soll derjenige, der diesen Erfolg des Einkommens erzielt hat, einen maßvollen Teil, wir sagen 25% im Spitzensteuersatz, wir haben eine progressive Steuer, 25%, ein Viertel für den Staat und drei Viertel für ihn. Das ist in sich, glaube ich, eine plausible Konzeption der Besteuerung und nicht anders dann, wenn jemand seine Kaufkraft platzieren konnte, Umsatz. Wie bedeutsam das ist, habe ich erlebt, als ich 1991, 1992 mich als Verfassungsrichter mit dem Steuersystem der DDR und den anderen mitteleuropäischen Staatshandelsländern auseinandersetzen musste. Bei uns können Sie kaufen, wenn Sie bezahlen können. Der Verkäufer fährt Ihnen Ihr Traumauto vor die Haustüre, Sie müssen nur bezahlen. Das war in der DDR ganz anders. Da brauchten sie zum Kauf eines Autos dreierlei. Erstens Geld, zweitens Beziehungen und drittens viel Geduld. Und dann könnten sie nach 9 Jahren ein Trabi kaufen. Das ist ein anderes System, nicht? Bei uns sind die Schaufenster voll, die Handelshäuser sind offen und wir wollen, dass das so bleibt. Da brauchen wir eine Infrastruktur. Und deswegen sagt der Staat, du musst kaufen für 100+19% Umsatzsteuer. Und wiederum weiß derjenige, der, wie bei der Einkommensteuer, der an den Markt geht, wenn ich hier kaufe, wird die Steuer den Preis verteuern. Wie beim Einkommen der Lohn verteuert wird oder der Preis, zu der der zum Gewinn führt. Und dennoch schließt er den Vertrag ab. Das ist das freiheitlichste Konzept einer Besteuerung, das man sich denken kann. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben einen gewaltigen Durst und einen 100-Euro-Schein in der Tasche. Dann wird die Kombination von Geld und Durst heute Abend hier in Düsseldorf ein reines Vergnügen. Stünden Sie in der Wüste, würden Sie trotz 100-Euro-Schein verdursten. Dass Sie den Umsatz machen können, dass Sie Ihr Geld so einsetzen können, wie es Ihrer individuelle Nachfrage nach Belieben entspricht, ist eine Errungenschaft, ist eine Hochleistung unserer Kultur und die wollen wir erhalten, deswegen 19%. Ich meine deswegen, wir müssen das Steuerrecht wieder so verschärfen und erneuern, dass dieser freiheitliche Grundgedanke, die Steuer ist der Preis der Freiheit. Der Staat verzichtet auf die Staatsdomänen, auf den Staatsbetrieb. Das war wiederum in der DDR anders, hat nicht funktioniert, sondern er garantiert Berufsfreiheit, Eigentümerfreiheit, belässt also die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit strukturell in privater Hand. Da mag es ein Hofbräuhaus geben, okay, aber der Staat finanziert sich nicht als Unternehmer, nicht als Herrscher über Löhne und Preise, sondern er belässt das Wirtschaften in privater Hand und muss sich deswegen finanzieren, durch Teilhabe am Erfolg privaten Wirtschaftens. Das ist ein kluges System, das ist ein freiheitliches System. Wir können es allerdings vor lauter Lenkung und Verbiegung und Verbeugung vor dem modernen Gesslerhut des Steuerrechts in seiner Schönheit kaum noch erkennen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Wo sind die Schwachpunkte? Wir haben uns in unserer Arbeitsgruppe, und zwar alle, die jungen Leute, die alten Hasen, der Finanzvorstand von einer großen Firma, die sowohl eine Bank als auch ein Weltunternehmen der Produktion ist, der technischen Produktion. Die Richter, die mit uns mitgearbeitet haben, die Wirtschaftsprüfer, die Steuerberater, die Finanzbeamten. Wir haben uns immer wieder geistig zurückgelehnt, die Augen geschlossen und gefragt, muss dieses Recht so wie es ist sein? Und da haben wir bei der Einkommensteuer mal begonnen, von vorne zu lesen, und sind bereits beim Paragraphen 2 gestolpert.
Da haben wir 7 Einkunftsarten. Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, Freiberuf, Arbeitnehmer, Vermietung, Verpachtung, Kapitalvermögen, sonstiges lang angelegtes Finanzkapital. Wir wollen die Leistungsfähigkeit, die wir im Einkommen besteuern, im Euro messen. Der Euro macht aber seine Herkunft vergessen. Das ist das Prinzip der Geldwirtschaft. Wenn Sie einem Kaufmann einen 100-Euro-Schein hinlegen, dann sehen Sie diesem Schein nicht an, ob Sie den erworben haben im Schweiße Ihres Angesichts, bei der Börse mit links mitgenommen haben, ob Sie als Bettler die Hand aufgehalten haben oder ob Sie beim Banküberfall erfolgreich waren. Euro ist gleich Euro. Das heißt, jeder Euro ist unabhängig von seiner Herkunft dasselbe wert. Und wenn das so ist, dann brauchen wir die 7 Einkunftsarten nicht. Denn wir unterscheiden die 7 Einkunftsarten im Recht ja nur, weil daraus verschiedene Rechtsfolgen. Sonst brauchen wir keinen Unterschied, nicht? Unser Vorschlag: Wir verlassen den Gedanken der 7 Einkunftsarten, sagen immer dann, wenn jemand im Inland eine Erwerbsgrundlage hat, eine Landwirtschaft, ein Gewerbebetrieb, eine Praxis, ein Arbeitsplatz, immer wenn er eine Erwerbsgrundlage hat, diese Erwerbsgrundlage nutzt und dabei Erfolg hat, Gewinn oder Überschuss, muss er einen maßvollen Teil dieses Erfolges abliefern für die Allgemeinheit. Und plötzlich brauchen wir die ganzen Abgrenzungen der 7 Einkunftsarten im Tatbestand und in der Rechtsfolge nicht mehr. Ein gewaltiger Gewinn an Vereinfachung und natürlich an Gleichheit und damit an Gerechtigkeit. Sie alle können sich ausmalen, dass die Rechtsfolgen erheblich sind. Wenn ich zum Beispiel den Tatbestand Gewerbebetrieb nicht mehr habe, kann ich daran keine Gewerbesteuer anknüpfen, denn ich habe ja den Tatbestand nicht mehr. Dann muss ich natürlich Artikel 28 Grundgesetz beachten. Die Gemeinden dürfen eine hebesatzabhängige Steuer auf die Wirtschaftskraft erheben. Also brauche ich einen Zuschlag zur Einkommensteuer, 2, 3 Punkte. Aber natürlich für alle, auch für die Arbeitnehmer, weil ich ja die Unterscheidung zwischen freiberuflicher Tätigkeit etwa und unselbstständiger Tätigkeit nicht mehr habe. Wir haben dann beobachtet, dass einen fundamentalen Unterschied macht, ob Sie Ihren Gewerbebetrieb, in dem mehrere gemeinsam erwerben, als Personengesellschaft organisieren oder als Kapitalgesellschaft. Der Personengesellschaft durchlässig werden zwar einheitlich gesondert der Gewinn festgestellt, aber besteuert werden die dahinterstehenden Gesellschafter. Bei der Kapitalgesellschaft wird die Körperschaft besteuert mit der Körperschaftsteuer, mit ganz anderen Zurechnungsprinzipien, Gewinnermittlung, Steuersätzen. Die Unterschiede sind fundamental. Das deutsche Grundgesetz garantiert Artikel 9 jedermann. Er kann sich organisieren, wie er will. Er kann sagen, ich mache eine OAG, weil ich gerne mit meinem guten Namen und meinem Vermögen für die Qualität meiner Leistung einstehe. Das ist das Prinzip meines Familienbetriebes. Er kann auch sagen, ich gehe in einen riskanten Markt, brauche die Haftungsbeschränkung GmbH. Oder ich möchte das große Kapital einsammeln, deswegen AG. Er organisiert sich, wie es seinen Bedürfnissen entspricht, familiennah oder fern, viel Eigenkapital, viel Fremdkapital. Wie soll ich das Controlling, wie soll ich die Verantwortlichkeiten, wie soll ich die Haftung organisieren? Diese Vereinigungsfreiheit, verfassungsrechtlich garantiert, geben wir an den Toren des Steuerrechts ab. Wenn Sie zu Ihrem Steuerberater kommen und sagen, ich möchte gerne eine KG gründen, sagt er, geht nicht, ist viel zu teuer. Dann sagen, na gut, dann mache ich halt eine GmbH, sagt er, geht nicht, viel zu teuer. Ja, was soll ich denn machen? Eine GmbH und Co. KG. Warum? Frag nicht, tu's, nicht? Und der Rat ist richtig, nicht? Wir haben uns darauf eingelassen, die Vereinigungsfreiheit findet im Steuerrecht nicht mehr statt. Und deswegen haben wir überlegt, lass uns doch jede Erwerbsgemeinschaft, also dort, wo 2 oder mehr Personen zusammen erwerben, also von der BGB-Gesellschaft, wo 2 Brüder ein Taxi fahren, der eine fährt tags, der andere nachts, ist eine BGB-Gesellschaft, bis hin zu der anonymen Kapitalgesellschaft AG mit 100.000 Aktionären, die täglich per Knopfdruck am Computer wechseln. Jede dieser Erwerbsgemeinschaften verselbstständigen wir zu einer steuerjuristischen Person.
die ist Rechtssubjekt im Steuerrecht. Und dort wird die Einkommensteuer erklärt, dort wird sie festgesetzt, Selbstveranlagung, weil alles so einfach ist. Dort wird sie bezahlt und wenn es nicht bezahlt wird, wird sie dort vollstreckt. Und dann kann sich unter diesem Mantel des Steuersubjekts jeder organisieren, wie er will, in Freiheit. Und dann wird bei diesem Steuersubjekt der Gewinn besteuert, 25% an den Staat. Und wie man dann mit dem Gewinn umgeht, ob er offen oder verdeckt ausgeschüttet wird, ob man Dividenden zahlt oder Gesellschaft, Geschäftsführer, spielt alles keine Rolle. Es ist die Weitergabe von versteuertem Einkommen, also von Vermögen. Vermögensteuer haben wir nicht, also steuerlich unerheblich. Stellen Sie sich mal das Ergebnis für den Finanzmarkt vor. Die haben eine Konzentrationsstelle der Besteuerung und alles Übrige hat für die direkten Steuern keine Bedeutung mehr. Eine ungeheuerliche Vereinfachung. Und dann haben wir beobachtet, dass das Einkommen- und Körperschaftssteuerrecht, einschließlich Gewerbesteuer, völlig durchsetzt ist durch Ausnahmeprivilegien und Lenkungstatbestände. Und ein Großteil der Kleinreformen der Gegenwart handelt immer davon, diese Ausnahmetatbestände zu vermehren, weil man sie als Unrecht erkennt und man möchte dann ausbalancieren, macht einen neuen Tatbestand, entsteht neues Unrecht. Also da ist akribisch eine Maschinerie am Werk, die einen Fehler durch einen anderen Fehler zu kompensieren droht, sucht und damit die Fehlerquellen vermehrt. Es sind gegenwärtig, Stand Freitag letzter Woche, man muss immer wieder neu zählen, 534 Ausnahmetatbeständen, die den Gleichheitssatz auf den Plan rufen. Das ist eine gewaltige Zahl, die hat eine verheerende Folge. Bei dieser Zahl hat jeder mindestens 3, 4 Privilegien. Und dann denkt er für sich, das Steuerrecht, das System ist zwar nicht mehr erkennbar, aber ich habe ja 3 Privilegien, ich bin ja der Begünstigte. Also stille halten, weitermachen. Nicht? Und da müssen wir aufklären und sagen, du hast 3 Privilegien, dein Freund hat 10, dein Konkurrent hat 20 und dein Feind hat 40 Privilegien. Und wenn wir die alle abschaffen, dann geht es dir mit 3 Privilegien, obwohl du die verlierst, viel besser. Weil wir ja alles durch Absenkung der Steuersätze an die Allgemeinheit zurückgeben. Unser Vorschlag also, und da muss man etwas radikal sein, auf einen Schlag alle Privilegien weg. Einmal, weil es das Verfassungsrecht fordert. Zweitens, weil es das europäische Beihilfenverbot, das gilt für Steuern, auch für Steuersubventionen und Lenkungen, weil es das europäische Beihilfeverbot fordert. Und drittens, weil es elementar, jetzt erlauben Sie mir mal das große Wort der Gerechtigkeit widerspricht. Einfache Grundtatbestände, die jeder versteht. Ich mache Ihnen nur ein, weil Sie kennen ja alle die Beispiele, wo wir dann die Menschen hingelenkt haben in der Geschichte, dann waren es die Schiffe, dann war es der Film, dann waren es die Denkmäler, jetzt ist es der Solar auf dem Dach und so weiter. Ich nenne nur ein Beispiel, das ist eines der Fälle des BGH, der spricht dort, das ist nicht mein Wort, von der Schrottimmobilie. Da gibt es steuerliche Anreize und die Bankindustrie hat die angeboten, einem jungen Mädchen, das monatlich 1200 Euro verdient. Und man hat sie veranlasst, sie soll eine Eigentumswohnung kaufen für 290.000 Euro. Der Staat werde ihr steuerlich 260.000 zurückgeben. Nicht sehr wahrscheinlich, also wenn man 1200 Euro verdient, sage ich jetzt mal einfach, dann zahlt man praktisch keine Steuern und dann, also mehr als null gibt es dann auch im Steuerrecht nicht, also das ist eine kühne These. Aber sie hat sie geglaubt und das Steuermodell funktioniert natürlich nur, wenn man es auf Kredit macht. Nicht? Und dann hat sie Grundstücke gekauft, also eine Eigentumswohnung in Westdeutschland, hat mit Wiedervereinigung in Deutschland nichts zu tun, die man nicht vermieten konnte, ergo nicht veräußern konnte, sie hat ihr Kapital verbrannt. Und jetzt steht sie vor der Asche ihrer Investition und vor der Realität ihrer Schulden. Und sie ist ein braves Mädchen, sie bemüht sich, die Schulden zu tilgen, oder sagen wir, einen Teil der Zinsen zu tilgen. Aber das, was ich monatlich zahlen kann, reicht nicht aus, um die Zinsen aufzufangen. Und jetzt kommt die Härte von Zinseszins und die Schuld wird immer größer. Sie zahlt brav und sieht, dass die Schuld ständig wächst. Ergebnis?
Verzweiflungstat. Meine Damen und Herren, da können wir nicht mehr sagen, Augen auf oder Beutel auf, jeder ist eines Glückes Schmied. Sondern da müssen wir fragen, darf diese Demokratie ihr Handlungsmittelgesetz einsetzen, um die Menschen ins Unglück zu führen, ins ökonomische und damit menschliche Unglück führen. Das darf so nicht sein. Und mit diesem Recht können wir uns nicht beruhigen. Und deswegen müssen wir uns daran machen, wir müssen alle, ich sage es jetzt ganz bewusst, billig und gerecht denkende, in den Staatsorganen, im Parlament, in der Regierung, in der Verwaltung, in der Rechtsprechung, aufrufen, helft mit, dass dieses Unrecht nicht geschieht. Und ein anderes Beispiel, stellen Sie sich einmal vor, die Menschen wüssten, was gegenwärtig geschieht, Steuersatz bei Einkünften aus Kapitalvermögen, Abgeltungssteuer 25%, Spitzensteuersatz, bei Arbeit 45%. Ne? Nehmen Sie mal eine GmbH oder was, zwei Brüder betreiben eine Gesellschaft, jeder verdient 1 Million. Der eine, Gesellschaft oder Geschäftsführer, hat die Ärmel aufgekrempelt und muss Spitzensteuersatz 45% bezahlen. Der andere sitzt im Schaukelstuhl, gibt das Geld, lässt den anderen mal lochen, nicht? Verdient auch 1 Million, 25% genügend, nicht? Und dann wissen wir noch, dass die 25 nicht in Anspruch genommen werden, weil der Durchschnittsreal, wenn man also alle Privilegien nimmt, der reale Steuersatz, zu dem die Spitzenverdiener besteuert werden, 23% ist. Nicht? Die 10% Meistverdienenden zahlen 52% des Aufkommens aus der Besteuerung des Einkommens, aber real, also wenn ich die Ausnahmen und den Steuersatz zusammenfüge, zu einem Durchschnittssteuersatz von 23%. Wenn das die Menschen in der Öffentlichkeit wüssten, sie können es im Gesetz lesen, aber sie können es nicht lesen, weil man es nicht versteht, dann würden wir hier so friedlich nicht sitzen. Nicht? Und deswegen müssen wir rechtzeitig, bevor das große Malheur passiert, und Herr Decke, Sie haben auf den Finanzmarkt hingewiesen und haben den Sinnzusammenhang gehabt, und ich habe ihn ganz persönlich erlebt, weil ich in Karlsruhe für Steuern und für Europarecht zuständig war. Und wir haben im Maastricht-Urteil den Euro natürlich als Richter anerkannt, das war ja verfassungsrechtlich vorgesehen, Änderung Artikel 88. Der verfassungsändernde Gesetzgeber sagt, wir gehen in den Euro, das bindet den Verfassungsrichter. Aber wir haben die Grenzen hochgezont mit dem Stabilitätspakt. Nicht? Neuverschuldung 3% Bruttoinlandsprodukt, Gesamtverschuldung 60% Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt frage ich mal, und damit will ich die Naivität meines juristischen Denkens Ihnen offenbaren. Jetzt frage ich mal, wo stünden wir, wenn wir das Recht beachtet hätten? Wir hätten keine Finanzkrise, nicht? Also manchmal ist es schon gut, in der Aufgeregtheit des Alltags, sich aufs Recht zu besinnen und sagen, wir sind ein Rechtsstaat, das Faszinosum Europa, Friedensgemeinschaft, Binnenmarkt und Stabilitätsgemeinschaft im Euro, ist eine Rechtsgemeinschaft und deswegen lassen Sie uns zusammenstehen und zum Recht zurückkehren. Das ist nicht ein abstrakter Gedanke eines Michael Kohlhaas, sondern das ist, meine Damen und Herren, das, was uns zusammenhält, was unseren Frieden ausmacht. Und Sie wissen, die großen Revolutionen, die französische, die Paulskirchenverfassung, ist wegen der Steuer entstanden. Das ist auch keine Theorie, nicht? Schauen Sie mal diese schönen Bücher, etwa hier in Köln von Herrn Ullmann, die das alles beschreiben, die diesen Finanzstaat in den Entwicklungen seiner letzten 500 Jahre oder die Finanzstaaten in Europa beschreiben. Also wir schlagen vor, alle Ausnahmen weg, Freibetrag von 10.000 Euro für jedermann, für Kinder 8.000, hat eine Familie mit 2 Kindern, 36.000 im Jahr steuerfrei, so sozial war es noch nie, und dann ein Steuersatz, 15%, 20%, Spitze 25. Und dann fragen die Menschen, kann es nicht ein bisschen mehr sein? Dann sagen sie, es braucht nicht. Wir wollen Aufkommensneutralität. Aus den Gründen, die Sie genannt haben. Ich kann bei 2 Billionen den Menschen nicht versprechen, der Staat müsse weniger einnehmen. Ich kann aber auch die Kasse in Berlin nicht füllen mit mehr Geld, solange wir nicht Herr unseres Haushalts sind. Das weckt doch nur Begehrlichkeiten in Europa. Das wäre die größte Torheit gegenwärtig, für mehr Steuererträge zu sorgen. Und deswegen aufkommensneutral. Ein kurzes Wort zur Umsatzsteuer. Wir haben in der Umsatzsteuer die Regel, das wissen Sie alle, dass wir auf jeder Produktionsstufe die Umsatzsteuer erheben. Also nehmen wir
den Kautschukhersteller. Der verkauft seinen Kautschuk an den Reifenhersteller. Rechnung 100 plus 19%, dann wird die Rechnung bezahlt, die 19% werden ans Finanzamt abgeholt und der Käufer vor Steuerabzug holt sie sich wieder. Der Bürger wird nicht ärmer, der Staat wird nicht reicher, es wird unglaublich viel Bürokratie und Aufwand betrieben, Haftungsfälle, Unterschleif. Die Finanzbehörde weiß die Zahlen, das ist dramatisch, was im Steuerrecht an Unterschleife eignet. Es ist gänzlich sinnlos. Und dann verkauft der Reifenhersteller seine Reifen an den Automobilhersteller, 200 plus 19%, 19 abgeführt ans Finanzamt. Der Käufer holt sich vor Steuerabzug die 19%. Und dann verkauft der Automobilhersteller das Auto an den Grossisten, dasselbe Spiel. Der Grossist an den Einzelhändler, dasselbe Spiel. Und jetzt wird es interessant, der Einzelhändler an den Kunden. 50.000 plus 19%, 19% am Finanzamt abgeführt, dort bleibt es. Das ist unser System. Und da drängt sich doch die Frage auf, warum brauchen wir diesen Aufgalopp, wenn ein Unternehmer an den anderen Unternehmer leistet, liefert und leistet im Sinne des Umsatzsteuerrechts, sind wir uns alle einig, das sind keine Steuerträger. Die sollen keine Steuer tragen, also halten wir sie aus dem Umsatzsteuerrecht raus. Ich sage ja, der Unterschlag. Richtig, der Mehrwert. Nein, also wir kommen ja gleich in die Diskussion und die wird sicherlich spannend werden, aber ich möchte es noch ein bisschen spannender machen. Nicht? Also, bei uns ist die Regel, es wird nach dieser Umsatzsteuer wird der Endverbraucher belastet. Und wenn wir vorher sagen, die zwischenunternehmerischen Leistungen sind umsatzsteuerrechtlich nicht steuerbar, ändert sich im Aufkommen des Staates nichts und es ändert sich in der Belastung des Bürger nichts, wenn ich mal von dem bürokratischen Aufwand der Unternehmer absehe. Und wenn wir dieses tun, also zwischenunternehmerische Leistungen sind nicht steuerbar, dann haben wir eine Entlastung, die für das Rechtsbeziehungen zwischen Steuerträger, nicht Steuerschuldner, der ja sozusagen das Inkassobüro des Finanzamtes ist, sondern Steuerträger und Finanzamt schlechthin nichts verändert. Ich muss dann natürlich das sicherstellen, also von einem Unternehmerkonto auf das andere, dann brauche ich eine Identifikationsnummer, das kann man alles machen. Und dann haben wir fast 80% der Umsatzsteuerfälle erledigt. Die Zuliefererindustrie kann die Akte Umsatzsteuer schließen, es eignet sich nichts mehr. Nicht? Und der Staat bekommt das gleiche Geld und derjenige, der die Steuer trägt, der Bürger, merkt es gar nicht. Denn der muss 19% auf seinen Kaufpreis wie bisher bezahlen. Ich muss dann nachkorrigieren im Kleinen, aber das sind weniger als 2% nach unseren Schätzungen. Wenn der Unternehmer durch die Gegend fährt zu seiner Baustelle und er hat Pinsel und Farbe vergessen und fährt jetzt am Supermarkt vorbei und kauft schnell Pinsel und Farbe, dann weiß man auf der Kasse nicht, ist er Unternehmer oder Hobbybastler. Der muss Kassenbon bezahlen, 19% ausweisen, Vorsteuerabzug geltend machen. Oder er fährt und tankt, dann weiß der Tankstellenwart nicht, ist es ein Privatmann oder ein Unternehmer, bezahlen 19% Vorsteuerabzug. Also das ist eine Kleinkorrektur, aber das Grundsystem ist fundamental entlastet und in der Gerechtigkeitswertung hat sich nichts verändert. Wir haben die Bürokratie erledigt. Ein kurzes Wort, wir haben noch andere, ich sage nur die Schwerpunkte, über die man vielleicht im Kern, um das ganze Konzept zu verstehen, sprechen muss. Ein kurzes Wort zur Erbschaftssteuer. Wir möchten gerne einführen, was in vielen europäischen Ländern der Fall ist, dass der Erbfall Ehemann auf Ehefrau oder Ehefrau auf Ehemann, also unter Ehegatten, nicht steuerbar ist. Da war ich noch ganz junger Verfassungsrichter, einen Fall, der mir dieses Anliegen sehr dramatisch klargemacht hat. Da war ein junger Unternehmer, 34 Jahre alt, der hatte vor wenigen Monaten sein Unternehmen geerbt von seinem Vater. Er hat es sehr modernisiert mit hohem Kreditaufwand. Also das Unternehmen war hoch verschuldet. Aber er hatte eine private Villa, wo seine Frau mit den drei schulpflichtigen Kindern wohnte. Und jetzt hat er einen tödlichen Verkehrsunfall, es ereignet sich ein Erbfall. Das Finanzamt wollte Erbschaftssteuer von dieser Frau in Höhe von 800.000 D-Mark damals noch. Das hätte bedeutet, dass diese Frau mit ihren schulpflichtigen Kindern diese Villa hätte verkaufen müssen, um die Erbschaftssteuer zu zahlen und dann bescheidener zu wohnen.
Und sie macht Verfassungsbeschwerde geltend und sagt im Wesentlichen, ich würde gerne in dieser extremen existenziellen Not so viel an identischen Lebensbedingungen bewahren als irgend möglich. Wenn Sie das lesen, wissen Sie, ohne je einen Artikel im Grundgesetz gelesen zu haben, der Frau muss geholfen werden. Klar, da muss ich helfen, das ist meine Richteraufgabe. Das haben wir dann auch getan. Wir möchten jetzt strukturell helfen und sagen, so ähnlich wie beim Splitting-Gedanken im Einkommensteuerrecht, die Ehegatten haben das Vermögen entweder gemeinsam erworben oder aber auch gemeinsam gepflegt, bewahrt, vermehrt und es zu den Bedingungen ihres Gemeinschaftslebens, ihres ehelichen Lebens gemacht. Und das soll nicht durch Erbschaftssteuer zerstört werden, wenn der eine vorverstirbt und der andere überlebt. Dann würden wir gerne, dann haben wir hohe Freibeträge, keine Steuerklassen, ein Steuersatz von 10%, ich sage es Ihnen gleich, da kommt etwa das Dreifache an Steuererträgen dabei heraus. Aber wir haben eine Problemlösung, die geht auch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo ich Berichterstatter war, im 93. Bande zurück. Das ist die Erfahrung, dass es für den Steuerpflichtigen einen großen Unterschied macht, ob er Liquidität erbt oder ein Vermögen, das gegenwärtig keine Liquidität vermittelt, ein Unternehmen. Also, wenn Sie einen Sack mit 100 Geldscheinen erben und der Staat schneidet oben 10% heraus, ist er mit 90% immer noch ganz glücklich. Wenn Sie ein Unternehmen erben mit 100% und wir schneiden 10% raus, könnte es sein, dass das Unternehmen in große Krise kommt, weil er das ganze Vermögen gebunden ist, nicht? Wirtschaftlich, gesellschaftsrechtlich, arbeitsrechtlich, umweltrechtlich, verwaltungsrechtlich. Und deswegen brauchen wir eine Lösung, die demjenigen, der Vermögen, aber keine Liquidität erbt, die Möglichkeit gibt, aus diesem Dilemma herauszukommen. Sie wissen, wir haben jetzt ein geltendes Recht, das sagt, ich vereinfache jetzt nur ein bisschen, Sie kennen das ja alle, wenn ich die Lohnsumme auf 7 Jahre 70% konstant halte, kann ich dann mir letztlich die Erbschaftssteuer erlassen oder wenn ich das Betriebsvermögen fein säuberlich abzugrenzen vom Verwaltungsvermögen eine bestimmte Zeit erhalte, dann habe ich dort die Steuerfreiheit. Und viele Unternehmer sagen mir, damit komme ich ganz gut zurecht. Die haben die Arbeitsverhältnisse nämlich in eine GmbH ausgegliedert. Da ist kein Vermögen. Und wenn dann die Lohnsumme unter 70% sinkt, dann ist das kein Problem, weil da ja nichts zu vererben ist, nicht? Sie fühlen sich fröhlich und sicher. Da habe ich die Sorge, dass diese Gestaltung scheitert. Und zwar deshalb, weil schon das Zivilrecht den Vertrag zu Lasten Dritter nicht kennt. Dies ist ein Vertrag, der hat nur eine Funktion, den Staat sein Geld zu nehmen. Nicht? Also es ist ein Vertrag zu Lasten, eine ganz ausschließliche Funktion ist ganz eindeutig. Dann brauchen wir den § 42 AODO, also die Missbrauchstatbestände gar nicht mehr. Der zivilrechtliche Vertrag wird keine Anerkennung verdienen. Wir machen es anders. Wir sagen, jeder, der Vermögen ohne Liquidität erbt, kann beim Staat beantragen eine Stundung der Steuerschuld zinslos auf 10 Jahre. Er muss jedes Jahr 1% bezahlen und ist dann in 10 Jahren fertig. Ein Unternehmen, das die 1% nicht zahlen kann, das hat sowieso keine Zukunft, nicht? Auf das kommt es nicht an, nicht? Und so haben wir wiederum eine ganz einfache Lösung, die dem Grundanliegen dessen, was hinter der Neuregelung, die früher kam, steht, sehr ähnlich ist, die aber in der Praxis sehr einfach ist. Meine Damen und Herren, ich komme mit zu einer Schlussbemerkung, haben wir eine politische Chance. Wir beobachten, dass die große Steuerreform gegenwärtig keineswegs im Mittelpunkt der politischen Debatte steht. Wir haben das Euro-Problem oder ganz allgemein das Europa-Problem. Wir haben das Problem der Weltsicherheit, wir haben das Energieproblem, die Politik widmet sich anderen Themenfeldern. Aber ich kann Ihnen sehr abstrakt von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Ich habe viele Gespräche mit den Spitzen der Parteien, mit Ministern, mit Ministerpräsidenten, die mich anrufen, ich rufe nicht an, die rufen mich an und sagen, können Sie nicht mal kommen, mir Ihr Konzept erklären. Und immer springt der Funke über. Wer sich gedanklich darauf einlässt, er mag hier und da was verbessern, hoffentlich, wir nehmen es sofort auf, wenn einer einen Verbesserungsvorschlag hat, werden wir die Letzten, die sich dagegen wehren, wir wollen es ja besser machen, nicht? Immer ist die Aussage, jawohl, das leuchtet ein, das sollten wir realisieren. Ich spreche mit den Steuerberatern, die wissen, die sagen,
Ich möchte der Vertrauensmann meines Mandanten sein, von der Wiege bis zur Bahre. Also wenn ein Kind geboren wird, dann macht es Abitur, dann geht es ins Studium, dann kommt die Hochzeit, dann kommt das Testament. Er möchte immer einen Rat geben, der juristisch und ökonomisch richtig ist. Jetzt empfiehlt er die doppelstöckige GmbH und Co. KG und nach 5 Jahren fragt der Mandant, wer hat mir meinen Laden so organisiert, dass ich den nicht mehr beherrschen kann. Nicht? Er möchte einen Rat geben, wo nach 20 Jahren der Mandant fragt, wer war so klug, mir diesen Rat zu geben. Und dann möchte der Steuerberater nicht immer in Fortbildungskurse gehen und erleben, wenn er rauskommt, ist schon wieder was anderes, der Gesetzgeber hat sich schon wieder was Neues. Das ist unproduktiv, es kostet Geld und Zeit, das wollen wir so nicht. Dann sagen mir die Arbeitnehmer, wenn ihnen nur eines gelänge, aus den 6 Samstagen, wo ich versuche, aus meinem Schuhkarton mit den Rechnungen, mit Hilfe von Elster eine Steuererklärung zu machen, 5 Samstage zu machen, also mir einen Tag in Freiheit zur Freizeit zurückzugeben, wäre das schon ein Erfolg. Ich schreibe denen, ich gebe ihnen nicht einen Tag zurück, sondern ich gebe ihnen 5 Tage zurück, 23 Stunden und 40 Minuten. In Zukunft dauert es für den Arbeitnehmer nur noch 10 Minuten. Für den Schnellleser 20 Minuten, für den Langsamleser. Wir können, wir haben überall dort, wo keine Gewinnermittlung ist, haben wir Quellenabzug. Also insofern, und dann fragen wir den Arbeitnehmer nur etwas zu seinem Status, was er beantworten kann. Wir fragen nicht, hast du Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung? Das weiß er ja nicht. Der sagt, ich habe was bei der Bank. Aber er weiß nicht, ob das tatbestandlich eine Vermietung und Verpachtung ist, im Sinne des Steuerrechts, die anders ist als im Sinne des bürgerlichen Rechts. Wir fragen, wie heißt du? Das weiß er. Dann fragen wir ihn, bist du verheiratet? Das weiß er auch. Dann fragen wir ihn, wie viele Kinder hast du? Naja, das weiß er meistens nicht. Also ganz einfache Fragen, wo ist dein Arbeitgeber? Wo, bei welcher Bank hast du deine Konten? Nicht? Also er muss diese einfachen Tatsachen berichten und alles andere macht die Finanzbehörde von Amts wegen. Die Finanzbeamten haben mir letzte Woche geschrieben, durch ihren Verband, sie würden jetzt die Bemühungen um mehr Planstellen aufgeben, das hätte keinen Sinn. Sie würden ganz auf die Vereinfachung des Steuerrechts setzen. Und deswegen sitzen wir demnächst zusammen. Sehr wichtig, ich arbeite ja viel oder habe viel Zusammengearbeitet mit den Finanzbeamten, dass von dieser Seite jetzt der große Atem des Aufbruchs kommt. Weil Sie wissen, der Vollzug von Bundesgesetz liegt bei den Ländern. Der Bundesrat ist in der Steuerpolitik außerordentlich einflussreich, weil dort der Sachverstand des Vollzuges ist. Und es bahnt sich, ich sage es in aller Vorsicht, es bahnt sich ein neues rechtsstaatliches Denken an, das nicht den Einzelfall korrigieren will, sondern den großen Atem entwickelt für das System, für die Struktur, für die elementare Erneuerung. Wir kriegen für die Umsatzsteuer von Europa einen großen Reformimpuls, der ist ja deutlich greifbar, steht auch in den Zeitungen. Und dann, und damit möchte ich schließen, fragen mich meine Kollegen. Werden wir nach Ihrer Steuerreform in den Hörsaal gehen können und Steuerrecht lehren? Ich gehe gegenwärtig in den Hörsaal und bringe den jungen Studenten das bei, die Juwelen unseres Systems, das ist richtig. Dann sage ich aber, hier gibt es 10 Aufnahmen, da 15 und hier 27. Und dann fragen die jungen, hochgebildeten, klugen Menschen, Herr Professor, ist das Recht? Dann ist meine Antwort, das ist geltende Ordnung. Es ist unzumutbar für einen Professor, der einen Eid auf diese unsere Verfassung geleistet hat, in das unverbildete Gedächtnis dieser jungen Menschen Unrecht einprägen zu müssen. Und deswegen stehen wir, die Hochschullehrer, zusammen und wollen ein neues, ein besseres Recht. Das braucht nicht in jedem Punkt meinem Vorschlag zu entsprechen, natürlich nicht. Aber es muss die Grundidee des Gleichmaßes und der Verhältnismäßigkeit, der Transparenz, der Verstehbarkeit in deutscher Sprache entsprechen. Und deswegen haben wir aus den mehr als 30.000 Paragraphen, die Sie gegenwärtig beachten müssen als redlicher Steuerpflichtiger, 146 gemacht, plus eine Rechtsverordnung mit 93 Paragraphen. Wir haben im Gegensatz zum deutschen, zum geltenden Recht unseren Entwurf in deutscher Sprache formuliert und wir haben ihn so formuliert, dass jeder durch Lektüre weiß, was dieser Staat von ihm erwartet. Und jetzt hoffe ich, meine Damen und Herren, auf eine sehr engagierte und rege Diskussion. Schönen Dank.
sehr gut. Der Vortrag von Herrn Dr. Kirchhoff war hervorragend. Seine Konzepte sind ganz toll. Die Frage ist nur, lässt sich das politisch durchsetzen? Und da habe ich so meine Bedenken, zumal ja gerade im Moment hier wieder eine Neiddebatte geschürt wird und in Sachen Richtung Vermögenssteuer. Und das ist die Frage, was ist politisch durchsetzbar? Was mir jetzt hier heute imponiert hat, ist, mit welcher Überzeugung oder auch mit welchem Background und mit welchem Argumentationsketten er begründet, dass das alles gut ist und gemacht werden sollte. Das Geld, was wir, der Bürger, verdient, gehört nicht dem Staat, sondern zunächst dem Bürger, der das Geld verdient. Der Staat hat darum zu bitten, mit Überzeugung einen Anteil über die Steuern zurückzubekommen für die Erfüllung der öffentlichen Ausgaben. Und deswegen würde ich sagen, wenn man von hier aus denkt, kommt man natürlich auch zu Überlegungen, das Steuerrecht so zu vereinfachen, dass es gerechter wird, bürgerfreundlicher wird und letztendlich auch, ich würde mal sagen, das Bewusstsein, in einem sozialen Rechtsstaat zu leben, beim Steuerzahler hebt. Die ganzen Privilegien müssen abgeschafft werden. Ja, unsere Steuergesetzgebung oder überhaupt eigentlich unsere Gesetzgebung ist im Wesentlichen von Lobbyismus geprägt. Ja, und das muss einfach aufhören. Ja, das wird man nicht von jetzt nach eben ganz abstellen können, aber es muss deutlich reduziert werden. Weil es ist eigentlich so, ich bin auch nicht erst seit gestern auf der Welt, solange ich Politik wahrnehme, sind die Auswüchse des Lobbyismus immer stärker geworden. Und insbesondere auch im Steuerrecht. Ja, das heißt also, der kleine Bürger hat kaum eine Chance, ja, aber die großen Konzerne, die sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben, die bestimmen eigentlich unsere Gesetzgebung. Und das kann eigentlich nicht sein. Wir sind der Staat. Wir alle. Das Einfachste ist das Beste, ja? Wenn man ein einfaches Verfahren hat, was transparent ist und nachvollziehbar ist und nicht diesen Dschungel, wo hinter jedem Baum ein anderer, eine andere Schlange oder ein anderes Krokodil oder was weiß ich, auf einen wartet, um sich da irgendwie gütlich zu tun, ja. Sehr, sehr. Also ich fand es ideal, also ganz neue Gedankenansätze fände ich sehr toll. Auch die ganze Umsatzsteuer, wir haben sehr internationale Geschäfte, wir machen 50% unseres Umsatzes mit dem Ausland und das würde unser Leben sehr, sehr vereinfachen. Die Hoffnung ja, aber ob das realistisch ist unter den aktuellen politischen Gegebenheiten, muss man doch große Fragezeichen machen, weil eben keiner den Mut aufbringt, sich mit diesen eigentlichen Themen, insbesondere der Steuergerechtigkeit, auseinanderzusetzen.